Ich möchte halt noch ein bisschen warten, bevor ich dann anfange mit Kindern, weil mir ist noch zu wenig Gold in den Lagern. Sie werden aber auch wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, um den Rest an Waffen und Rüstungen einzulagern. Ja, das Leder da oben ist mir ausgegangen im Jägerzelt. Noch schaffst du meine Holzfäller, die Goldschmiede gut mit Holz zu versorgen. Und ja, das Holz hier wird auch immer mehr. Wie viel Holz will ich denn eingelagert haben? Ach, 30. Das heißt, ja, wir haben unseren Soll erreicht. Werkzeugschmiede steht schon eine Weile leer, ist aber kein Problem. Ja, Bogen, Waffenröcke, wird alles langsam immer mehr. 25, ich hoffe, da kommen noch zwei raus. Sollten aber noch zwei rauskommen. Dann haben wir nämlich 25 Schwerter und 25 Rüstungen. Ja, sehr gut. Und ja, Steine werden jetzt auch wieder eingelagert. Kleiner Vorrat gemacht. Holz, Gold und alles wird auch immer mehr. Ich sag mal so, wenn alles an Bögen und Waffenröcken eingelagert ist, dann fange ich an mit den Kindern. Also diese Rekruten zu holen. Ja, wir haben genug Eisen, auch wenn die Eisenschmelze schon eine Weile leer steht. Ich sollte aber ihn doch langsam wieder zum Jagen schicken.
dass er erstmal unbedingt das arme Karnickel da töten musste und nicht erst die Kadaver hier eingesammelt hat. Ja, wir waren schon eine Weile leer, aber wir haben genug Möbel gerade. So, dann Sören mal mit Bier endlich versorgen. Und dann schicken wir ihn in den Tod, indem wir ihn alleine auf die Frühtürme schicken. Nein. So böse sind wir nicht. Das wird aber schon ordentlich wehtun. So, mit Bier ausrüsten und die Kaserne verlassen. Wie viele Frauen habe ich denn? Genau 10. Das heißt 10 Kinder. Ja, wie gesagt, ich warte darauf, dass die Bögen alle eingelagert sind. Dann fangen wir an mit den Rekruten. Also es sind ja, glaube ich, nur noch 4 Bögen und 5 Waffenröcke. Ja, gerade können wir halt nur abwarten. Deswegen weiß ich auch gerade nicht, was ich viel sagen soll. Also ja, der Plan ist, die Türme zerstören, die Dschungelmeiers finden und dann gucken, wie es weitergeht. Und ja, ich finde es immer noch interessant, wir haben freundliche Mayas. Mit riesigen Ohrringen übrigens. Und ja, ich erkenne nicht den Sinn davon, Söldner anzuheuern. Ich frage mich dann nur, was die Dschungelmeiers noch von uns wollen, damit wir von ihnen Informationen bzw. Hilfe kriegen und was für Hilfe überhaupt. Yeah.
So, so kannst du mal wieder töpfern. Weil ich glaube, dem Klumpen haben wir jetzt wieder genug. Ja, eigentlich sind es bald nur noch drei Leute, die Gold einlagern sollten. Du lieferst ernsthaft das Bier nach hier unten. Oh Gott. Na gut, mach einfach. So, fast alle Bögen eingelagert. Ach so, er bringt die Nahrung in irgendwelche Familienhäuser jetzt. So, da kommt noch mal Gold. Ja, Eisenrüstung und Schwerter. Eisenwerkzeuge sind auch alles in Ordnung. Wie sieht es jetzt mit Stein aus? Oh ja, du kannst jetzt wieder Eisen schürfen. Steine haben wir erstmal genug. Wenn wir sie überhaupt brauchen. Hier holt Schwerter, ist okay. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Und das dürfte der letzte Bogen sein. Ja. Schade, dass man nicht alle auswählen kann und ihnen kollektiv sagen kann, kriegt Kinder.